Es ist nicht ganz einfach, in den Probensaal zu gelangen. Im Vereinshaus herrschen strikte Hygienevorschriften. Eingetreten wird einzeln, der Abstand ist wichtig. Erst dann beginnt die Registerprobe. Hier musiziert das Schalmeien-Orchester Artern, zumindest 12 seiner Mitglieder. Jeder in seinem exakt abgeklebten Bereich und jeder mit einem eigenartigen Schutzüberzug auf dem Schallbecher. Ganz besonders interessant ist an unseren Instrumenten. Wir haben unsere Instrumente derzeit mit so Strumpfhosen überzogen. Wir kennen das eigentlich aus der Faschingszeit, dort machen wir das immer, um zu vermeiden, dass Konfetti oder Bonbons oder ähnliches oben reinfallen. Und jetzt geht es eben darum, dass der verstärkte Luftausstoß, den man eben beim Blasmusik machen produziert, ein bisschen gehemmt wird und gebremst wird, sodass wir eben die Möglichkeit haben, gemeinsam auf diesem engen Raum irgendwie Musik machen zu dürfen. Das war vor einigen Wochen anders, denn Anfang Mai herrschte tote Hose im Vereinsheim. Kontaktbeschränkungen, Probenverbot. Das war für den Musikchef kein Zustand, deshalb schlug er auf die Pauke, zusammen mit mehreren Vereinsmitgliedern. Sie spielten zu Hause oder im Garten den Culture Club-Hit Karma Chameleon. Jeder für sich und der musikalische Leiter schnitt daraus ein Video fürs Netz. Mithilfe dieses Videos haben wir eben einfach versucht, ein Lebenszeichen von uns zu geben und zu sagen, uns gibt's noch, auch wenn wir derzeit nicht aktiv musizieren dürfen. Mit dabei auf dem Video war auch Claudia Hegwer. Was am Ende so harmoniert, war gar nicht so leicht umzusetzen, erinnert sie sich. Wir haben die Melodie über Kopfhörer gehört, damit wir alle das gleiche Tempo haben. Und dann musste jeder seinen Teil, was er sonst in dem Lied spielt, auch spielen. Also wie bei mir das Bariton, musste ich halt meine Stimme spielen und musste aber eben gucken, dass ich das Tempo halte von den anderen und dass das dann im Zusammenschnitt auch passt. Umso zufriedener ist sie mit dem Ergebnis. War es doch ein Lichtblick in einer seltsamen, einer einsamen Zeit. Also für mich war das ganz schlimm, weil für mich ist das Hobby ist halt, bin ich halt mit Leib und Seele dabei. Und es war ganz schlimm, dass man nicht üben durfte, nicht proben durften. Das ist nun erlaubt, doch das reicht den Musikern nicht, denn da gibt es noch etwas. Das große Jubiläum. 25 Jahre Schalmeien-Orchester Artern. Eigentlich sollte das im Oktober groß gefeiert werden, ein ganzes Wochenende lang, aber derzeit gibt es einfach noch keine Klarheit, was nach dem 31. August dieses Jahres für Bestimmungen herrschen. Wir wissen nicht, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt und können eben im Moment einfach noch nicht absehen, ob die Maßnahmen oder die Richtlinien, die es zu dieser Zeit im Oktober geben wird, uns ermöglichen, das Fest stattfinden zu lassen oder ob wir dieses Jahr leider doch absagen müssen. Dennoch, Trübsalblasen gilt nicht. Hier wird geprobt, so gut es eben geht.